Hallo, ich begrüße euch mal wieder total und recht herzlich hier aus dem Studio. Ich weiß, Anhänger habe ich nicht, Freunde habe ich nicht, Bekannte habe ich nicht. Ich bin Newcomer. Tja, The Black Cat Studio. Was ist denn das? Ich habe gar kein Interesse, irgendwie etwas zu erklären. Das ist kein Erklärvideo. So. Ich habe euch schon öfters den Asterix-Witz gesagt, dass ich der Erklär-Nix bin, weil verstehen tut ja eh keiner. Ne? So, wir haben TikTok, wir haben Unterhaltung, wir haben alles Mögliche. Bei TikTok könnte ich das jetzt live machen, mache ich halt noch nicht. Ich habe nur gerade hier reingeschaut, weil ich natürlich wieder Nachrichten bekommen habe. So, ich bin natürlich wieder am Arbeiten für einen Rechtsanwalt. Wer das verfolgt haben sollte, ich mache hier solche Hefte, die werden aufgeschnitten, dann werden die eingescannt, damit der Rechtsanwalt damit arbeiten kann, weil er auch ein Dozent ist. So. Und das ist halt eine Aufgabe von diesem Studio. So. Wir haben nun mal eine Zeit, wo wir wirklich, also wo keiner wirklich tatsächlich weiß, was abgeht. Corona hin, Corona her. Punkt. So, ich habe mir natürlich viel in meiner Zeit gefallen lassen, weil es viele Menschen gibt, die der Meinung sind, sie können einem anderen Menschen schaden. Nicht nur die Menschen im Hoheitsgebiet, wo Hochwasser. Worauf ziele ich heute? Ich ziele auf eine Sache, dass wir uns alle verändern, dass jetzt der August naht, 2021, dass ruckzuck Weihnachten vor der Tür steht, ruckzuck das Jahr 2022. So, mir persönlich, deswegen mache ich das Video, mir persönlich ist aufgefallen, dass jeder Einzelne von euch wirklich tatsächlich nicht mehr Herr der Lage ist. Ihr arbeitet. Ihr freut euch, dass ihr arbeitet. Dort hinten saß jemand, 61 Jahre, 12 Jahre arbeitslos, ja, hat jetzt endlich mit 61 Jahren Arbeit gefunden. Kriegt 2.500 Euro brutto und die Fahrtkosten bezahlt. Der ist sowas von happy. So. Unsere Firma hilft ja, wo wir können. Wir sind ja nun mal Medien 2000. Wir machen nicht nur Videoclips, Aufzeichnungen, Überspielungen, nein, nein. Hier kommt der Kunde und da arbeitet der Kunde an seiner Bewerbung. Ja, hinten machen wir die Bewerbungsfotos und so weiter. So, und es freut mich, wenn ein 61-Jähriger endlich Arbeit bekommt, nach 12 Jahren. 12 Jahre hat er seine Sachen wirklich täglich gemacht. Er hat sich an die Spielregeln gehalten. Und irgendwie hat er Glück. Ja, er wollte sich gerade neu um, er hatte eine Kurzzeitarbeit und wollte gerade sich anmelden. Man hat auch die Daten aufgenommen. Er wäre natürlich Hartz IV, ist klar. Der ist sowas von happy. Er wird nicht Hartz IV. Er bekommt einen Lohn von 2.500 Euro plus Fahrtkosten und er ist 61 Jahre. Finde ich gut. Finde ich gut. So, ich arbeite wie gesagt gerade für einen Rechtsanwalt und ich mache für ihn alles fertig. Zeigen darf ich es leider nicht, weil das ist ein Auftrag. So, dieses Video beinhaltet des Jobs hier. Wir machen Aufträge, wir bearbeiten Aufträge. Nicht nur für Ärzte, Dr. Det, Mut zur Lücke oder Schauspieler, Praschant, Frank Wendler und wie die alle geheißen haben. Ja, nein, wir machen es wirklich. So, wir sind für alle da und ob wir geschätzt werden, ob ich geschätzt werde, das weiß ich nicht. Ich habe sehr viel Böses erleben dürfen. Ich habe den Corona-Gegnern, Leugnern, Freiheitsboten eine Chance gegeben. Diese Chance habe ich natürlich jetzt gestrichen. Gibt es nicht. Es gibt hier das nicht. Es ist halt vorbei. So, jeder kann uns im Auftrage. Wir können gerne Aufträge aufnehmen. Ultra-D-Web-TV, da steht alles. Können wir machen. So, ich hatte letztens euch gezeigt, und wie das funktioniert, wie geschnitten wird, wie gebunden wird und wie das digitalisiert wird. Deswegen mache ich das jetzt natürlich nicht.
weil ich habe es ja gezeigt. Könnt ihr beim Sondersender Nordrhein-Westfalen sehen. So, wir haben eine neue Zeit. Noch einmal, ich wiederhole mich. Wir haben die sogenannte TikTok-Zeit. Ja, und diese TikTok-Zeit muss ich nicht erklären. Wer kein TikTok mag, ist selber schuld. So, ich bin TikToker, mein Kollege ist TikToker, mein Kollege ist Martin Binias, der ist Busfahrer in Hameln. Habe ich ihm auch gesagt, du Rattenfänger, er hat 1 Million, die ihm folgen, finde ich super. Er kann jetzt anfangen, damit Geld zu machen. Er hat damals bei Sevenlohnt auch, der Martin Binias und so weiter. Wir machen das lange. So, das, wie gesagt, Medien 2000, Breaking News, Black Cat Studio. So, also, Kopien aller Art, Überspielung, Aufzeichnung und so weiter und so fort. Wir halten alles ein, was man nur einhalten kann. Das Problem ist halt die Umwelt, das Problem ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gespalten, die Gesellschaft ist kaputt. Die Gesellschaft ist kaputt, ja. Man bekommt mehr negativ wie positiv. Ich sehe ja, was abgeht bei TikTok, wie die Live-Damen und Herren da hin und wieder angegriffen werden. So, man ist in einer völligen, aufgelösten Spaßgesellschaft. Wir wollen alle Spaß haben, wir wollen uns freuen. So, dann haben wir die Herren Politiker, dann haben wir die Herren Verschwörer, die da mit ihrer Corona uns Angst machen wollen. Ja, man will ja jetzt Musik machen, ne, bei dieser Musik und Tanzen sollen wir uns impfen lassen. Dann gibt es so eine Aktion, da sollen wir 100 Euro bekommen, wenn wir uns impfen lassen und all solche Sachen. Wenn das nicht suspekt ist, was ist dann suspekt? So, ich bin früher immer hingegangen zum Arzt, habe mich impfen lassen, habe mir meine Tablette geben lassen, habe mich untersuchen lassen, Punkt. So, wir sind jetzt aber an einer magischen Grenze. Und mit dieser magischen Grenze sagen wir Schluss mit Lügen. Wir mögen keine Lügen, also wir mögen es nicht, belogen zu werden. Wir sind eine Spaßgesellschaft. Ich versuche auch, euch Spaß zu generieren, was natürlich nicht so einfach ist. Wie soll ich das machen? Wie soll ich Spaß generieren, wenn wir spaßlose Gesellschaft haben, die uns abzocken? Ist so, oder beleidigen. Oder Fenster beschmieren, Straßen beschmieren, Autos beschmieren, sogar Autos kaputt machen. Ja? So, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich tatsächlich verarscht werden. Wir werden richtig verarscht. Ja, ist so. Da kommt ein Jungspund, Vermieter, reißt dir das Dach ab und sagt, du hast zwar kein Dach mehr, es regnet rein, trotzdem möchte ich 68 Euro für dich haben wegen dem Mietspiegel. Aha, du reißt das Dach ab, es regnet rein, aber der Mietspiegel sagt, du bekommst 68 Euro. Wenn das nicht ein Witz ist, dann weiß ich es auch nicht. So, wenn man das dann der Öffentlichkeit zeigt, was solche Vermieter machen, ja, sie knipsen dir sogar oben die Antenne ab, ja, und so weiter, vermieten es im mehrsprachigen Raum, du glaubst es kaum, du verstehst keinen einzigen. Das ganze Treppenhaus besteht dann nur noch aus einem Schuhlager, ist so. Der Siphon draußen im Hof wird zugemacht, wenn der große Regen kommt, dass das Wasser steigt und jeder wundert sich, dass im Hausflur Wasser ist. Um es mal spaßig auf den Weg zu bringen. So, wir leben in einer Zeit, wo jeder mit jedem irgendwie was macht. So oder so. Die wenigen, die halt noch ein gutes Leben haben, spaßiges Leben haben und in diesem Spaß auch groß sind und auch die TikToker, die 1 Million Follows haben, die haben halt Glück und ich finde es super, dass man noch Glück haben kann. So, wir schreiben das Jahr 2021, wir sind jetzt im August 2021 und stellen fest, ups, was geht denn hier ab? So. Ich habe Kunden, ist kein Scherz, ich habe Kunden, die müssen 0 Euro Steuern zahlen. 0 Euro. So. Und da sagt die Stadt Essen, die ist nämlich da knallhart drin, wenn sie schon 0 Euro Steuern zahlen müssen, müssen sie aber die Gebühr bezahlen für das Bearbeiten. Nach 3 Jahren. Also jetzt muss jemand aus dem Jahre 2018 300 Euro bezahlen,
aus dem Jahr 18, wir haben 21, ja? Weil das, weil die Gewerbesteuer der Stadt Essen festgestellt hat, dass er keine Steuern zahlen braucht. So, in meinen Augen ist das ein Schildbürgerstreich. Da habe ich diesen Rechtsanwalt gefragt, hör auf, du glaubst gar nicht, was hier abgeht. Das ist für mich normal. Also für diesen Rechtsanwalt ist das normal, dieser Schildbürgerstreich dieser Stadt Essen. Also du brauchst hier in dieser Stadt Essen an alle Gewerbetreibende, die 0 Euro Gewerbesteuer zahlen müssen, müsst ihr trotzdem eine Bearbeitungsgebühr von 300 Euro bezahlen. Ja, einer hat es gewagt, hat Nein gesagt, jetzt darf er 600 Euro bezahlen. Ich habe ihn begleitet, es ging bis zum Gericht, Verwaltungsgericht. Da sagte der Richter, Zitat, bezahl das in Raten und gut ist. Bezahl das in Raten und gut ist. Toll, ne? So, jetzt kann man natürlich anfangen zu streiten, jetzt kann man diesen Rechtsanwalt konsultieren, der ist dafür zuständig. Und wie gesagt, bin durch die Dreharbeiten für ihn darauf gekommen, sag ich, was geht denn hier ab? Ich nenne keine Namen. Wie gesagt, ich habe Dreharbeiten mit ihm und habe vieles dadurch mitbekommen. Es ist hart. An alle Selbstständigen, die das zufälligerweise sehen sollen, es ist hart. Es ist wirklich hart, was abgeht. Das kann jeden treffen, das kann auch mich treffen. Wenn ich 0 Euro zu zahlen habe, dass ich dennoch 300 Euro zahlen muss, irgendwann, nach drei Jahren, weil 4 Jahre vergehen. Also ich habe mich erkundigt, nach 4 Jahren wäre das verjährt. Also ganz raffiniert gemacht, man lässt die Menschen so 3 Jahre lang arbeiten und dann muss er 300 Euro bezahlen für 0 Steuer. Also er braucht keine Steuer bezahlen, weil der Umsatz halt so ist. Ja, toll. So, wenn du dich dann aufregst, so richtig aufregst, zahlst du 600 Euro und der Obergerichtsvollzieher kommt. Ja, der Obergerichtsvollzieher kommt und will dann 600 Euro haben. Tja, an sich ist es ein Verfahrensfehler, weil du ja nichts zahlen musst. So, und weil du nichts zahlen musst, also du brauchst nichts zahlen, musst du trotzdem Strafe zahlen. Auf eine Art ist das ein Verfahrensfehler. Ja, gut. Es sind Vetos eingereicht worden, der Oberbürgermeister, Herr Kufen, Thomas Kufen ist informiert, mal gucken, wie er darauf reagiert. Der Richter hat natürlich auch wieder einen drauf gekriegt, ist klar, weil Angst hat ein Selbstständiger nicht, wovor auch, ein Selbstständiger ist eh in der Mühle der Justiz. So, dann wurde ja Schaden verursacht und dieser Schaden wurde natürlich angezeigt, weil die Versicherung das so wollte. Also die Versicherung braucht einen Nachweis, dass eine Anzeige gestartet. Also wurde eine Anzeige gestartet, die Anzeige wird jetzt bearbeitet, musste aus Sicherheitsgründen, hieß die Person auch Max Mustermann. Ja, der Polizist heißt Max Mustermann. So, dieser Polizist Max Mustermann hat natürlich alles entgegengenommen. Der Polizist heißt in Wirklichkeit natürlich anders, ist ein Kriminalkommissar und ich weiß, der wird wohl den Fall bearbeiten und dann ab in die Mülltonne, in den Reißwolf. So, wir leben in einem Föderalstaat. Wir haben ein merkwürdiges System. Wir haben 16 Bundesländer. So, das ist nun mal deutsch so eingetragen. Dieser Föderalstaat, ob stimmt oder nicht stimmt, die Paragraphen und die Gesetzgebungen und natürlich auch das Grundrecht, wo drin steht, zum Beispiel Richter stehen unter dem GG 98, aber die Richter kann man auch mittlerweile beklagen, das ist kein Scherz. Und weil auch Richter beklagt werden können, unterschreiben die nicht mehr, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. So, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, darf man nicht mehr sagen. Wer die Wahrheit, nichts als die Wahrheit sagt, das ist ein Vollidiot. Ja, ist so. Die Wahrheit ging mal mit der Lüge spazieren. Das war ein heißer Sommertag. Da sagt die Lüge zur Wahrheit, hör mal, lass uns abkühlen. Dann ist mir zu heiß. Da sagt die Wahrheit, du hast recht, dann ist ja verdammt heiß heute. Beide springen ins Wasser. Die Lüge schwimmt aber sofort ans Ufer, nimmt die gesamte Bekleidung der Wahrheit, zieht sich an und die Lüge geht jetzt auf diesem Planeten spazieren als Wahrheit.
die Lüge, Quatsch, die Wahrheit, die nackte Wahrheit, sie ist ja jetzt nackt, die hat ja keine Bekleidung mehr, hat sich natürlich in einem Brunnen versteckt. Das Schöne an der Geschichte ist, dass jetzt mittlerweile, nach hunderten von Jahren, die Menschen sagen, stopp mal, die Wahrheit müssen wir helfen oder der Wahrheit müssen wir helfen. Sie gehen also zum Brunnen, holen die Wahrheit raus, die Splitterfaser nackt, die ist wunderschön, alles okay. Man gibt ihr natürlich Kleidung, damit sie gewärmt ist, aber die Wahrheit ist halt nicht zu erkennen, weil die Lüge, weil die richtige fette Lüge immer noch das Wahrheitskleid trägt. Gut, das ist eine Metapher, die ich jetzt hier rausgehauen habe, aber dieses Video soll heute zeigen, dass wir auf der Seite der Selbstständigen sind. Wir sind auf der Seite der Kunden. Die Kunden erleben tagtäglich so viel Böses, dass wir können gar nicht mehr anders. Wir können einfach nur sagen, schauen wir mal. Wir können so ein Video machen, wir können die Menschheit ansprechen, wir können auch die Wahrheit, nicht als die Wahrheit zeigen, aber die Leute werden es nicht glauben. Die Leute werden es nicht glauben. Ja, man kann, hier schaut euch an, was so ein Vermieter da treibt mit seinen Mietern, ja, das ist die Wahrheit. Wir nehmen die Kamera mit, zeigen euch das, dann kommt sowas, ne, das ist eine Lüge, also, das kann nicht sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr glaubt gar nicht, was da draußen abgeht. Und man kann gar nicht so oft die Wahrheit, nichts als die Wahrheit zeigen, das geht überhaupt nicht, weil das glaubt keiner. Das glaubt, hallo, die Lüge trägt das Wahrheitskleid. Corona ist eine Lüge, Punkt aus. Es ist eine Lüge, sollte jedem kapiert werden, aber ist egal. So, das Problem an der Geschichte ist, dass die Mafia, die Camorra, nicht mehr die Camorra und auch nicht mehr die Mafia ist, sondern die Mafia sitzt jetzt im Bundestag, in der Regierung. Da sitzen sie, haben tolle Anzüge an. Das ist die Mafia. Hallo? Wer will denn gegen die Mafia kämpfen? Die kämpfen ja noch niemals wirklich untereinander. Sie tun ja nur so. So, die Mafia ist nun mal etwas härter unterwegs und naja, das ist halt so. Das Problem in der Geschichte ist, Wahrheit, Lüge, Lüge, Wahrheit, sucht es euch aus, lebt danach, habt Spaß danach. Dieses Video ist halt nur, weil ich es versprochen habe, dass die Person weiß, man lässt sie nicht im Regen stehen. Ich selbst kann leider da auch nicht helfen, ich kann nur so ein Video machen. Ich kann nur sagen, liebe Zuschauer, jedem von euch passiert irgendetwas im Hochwasser oder was weiß ich auch immer. Auch ihr habt irgendwelche Vermieter plötzlich, die mit euch umgehen, ja, wie ein Stück Scheiße. Was wollt ihr machen? Was wollen wir machen? So, dann die ganzen Corona-Jünger, Freiheitsboten, Leugner, ach, keine Ahnung. Ich mache heute das Video, wie gesagt, 1. August, wo die Herrschaften mal wieder auf die Straße wollten. Ja, sie wollten mal wieder irgendwelche Demonstrationen durchführen. Demonstration of Corona. Ja, so, es klappt aber nicht. Ja, ein Bodo Schiffmann und wie die alle heißen da. Meine lieben Freunde, es ist wie es ist. Nehmt es hin, denkt drüber nach, geht mal ins stille Kämmerlein und versucht dort in diesem klar zu werden, wem ihr helfen wollt. Wollt ihr der Lüge mit dem Wahrheitskleid weiterhin helfen? Oder wollt ihr wirklich tatsächlich mal der waschechten Wahrheit, die seit mehr als 100 Jahren ihr Kleid verloren hat, nicht versuchen, ihr wieder zu geben? Habt ihr nicht Interesse, die Lüge, die wirklich tatsächliche Lüge, mal zu enttarnen? Ich weiß, Watergate 2.0, 1979, Nixon, Amerika, Vietnamkrieg, ach Leute, ja, forget it. So viele sind schon mittlerweile, nur jetzt wird es halt brutaler. Ihr sollt eine Fete machen, in dieser Fete solltet ihr die Spritze bekommen oder ihr bekommt 100 Euro, lasst euch spritzen und so weiter und so fort. So, wir werden uns widersprechen im Jahre 2022
Und dann werden wir ja sehen, was wirklich tatsächlich passiert ist oder was nicht passiert ist. Okay? Ich weiß, es ist nicht mehr so einfach, Videos zu machen. Es ist nicht mehr einfach, Entertainment zu machen. Es ist auch nicht mehr einfach, TikTok zu machen.